Moin, heute geht es weiter mit deiner Seelenaufgabe und zwar, wie du deinen Erfolg mit deiner Seelenaufgabe richtig manifestierst. Ja, all das und noch viel mehr verraten wir dir jetzt in dem Podcast-Video. Wir sind Zanette und Easy, meine Seele, Soul Channel der neuen Zeit. Live aus Kapstadt, wenn du dich fragst, wo ich hier immer sitze. Wie schön, dass du da bist. Okay, los geht's. Ja, in den letzten beiden Videos ging es ja darum, zum einen, hast du überhaupt eine Seelenaufgabe und wie befreist du denn den Erfolg deiner Seelenaufgabe? Denn du sollst ja erfolgreich mit deiner Seelenaufgabe sein. Was das Besondere ist, eben auch in der neuen Zeit, ist, dass Seelenaufgaben richtig dafür konzipiert wurden, um erfolgreich zu sein, um wirklich die neue Welt mitzugestalten. Und das ist ja das Besondere daran, was wir jetzt eben leben dürfen. So, was brauchst du dafür, um jetzt deinen Erfolg so richtig zu manifestieren? Ganz klar, du brauchst eine Vision. Denn das ist deine Guideline. Ohne Vision wirst du nicht wissen, was genau dein Weg ist, wo du längst gehen sollst. Weil, habe ich ja auch schon im letzten Video drüber gesprochen, oft ist die Gefahr, man weiß seine Seelenaufgabe vielleicht noch nicht so ganz genau und ist dann eigentlich immer eher in der Parallelstraße unterwegs, als dass du wirklich auf deinem Seelenweg bist, wirklich deine Richtung gehst, die dich natürlich dann auch richtig erfolgreich machst, wo du richtig in deine Erfüllung gehst, weil deine Seelenaufgabe ist ja auch eine absolute Erfüllung, wenn du sie leben kannst. Das ist ja ein ganz neuer Erfolg, den du dir erschaffst, ein ganz persönlicher Erfolg. Den kennt natürlich nur deine Seele, denn sie hat deinen Seelenplan kreiert. Sie hat auch deine Seelenaufgabe erschaffen für dich, weil das ist ja deine Maßanfertigung, um wirklich auch richtig erfolgreich zu sein, richtig was zu bewegen auf dieser Welt und vor allen Dingen die neue Welt mitzugestalten. Und darum ist es so wichtig, dass du wirklich auch deine Vision, deine Mission kennst. Warum ist deine Seele hier? Warum ist sie inkarniert? Was will sie hier bewegen, erreichen, bewirken? Was will sie hier verändern und transformieren? Und das Schöne ist, dass du deine Vision aus dir heraus erhältst. Weil du weißt ja, alles ist schon in dir, deine Seele hat dich mit allem ausgestattet. Das heißt, wichtig ist, wenn du für dich deine Vision finden möchtest, dass du sie nicht aus dem Ego heraus gestaltest, weil Ego bedeutet immer aus der Angst heraus, immer aus der Limitierung, aus der Blockade heraus oder dem, was jetzt gerade ist. Das heißt, dein Ego hat gar keine Ahnung von deiner wahren Größe und es wird immer klein sein und es wird nicht so riesig groß sein, was deine Seele letztendlich für dich konzipiert hat und geplant hat, was sie mit dir hervorhat, denn du sollst hier wirklich in deine wahre Größe gehen. Ich weiß, für uns Menschen ist es oft ein großer Angstfaktor, diese Veränderung wahre Größe, weil wir mehr Angst haben vor unserer Größe, als dass wir uns klein halten. Und das ist das Spannende dabei bei der Seelenaufgabe, weil da sollst du in deine wahre Größe gehen. Und das ist jetzt eben auch wichtig in der neuen Zeit, in der neuen Welt sozusagen, weil da geht es nicht mehr darum, dass einige ganz groß sind und einige ganz klein sein müssen oder dass es Gurus gibt oder so. Nee, das gibt es alles nicht mehr, sondern da hat jeder seine Berechtigung und es gibt eben Soul-Leaderinnen, wie du vielleicht auch bist, die nochmal ganz besonders mitwirken sollen, mitgestalten sollen. Die Soul-Leaderin, die ich ja sozusagen auch erwecke. Und das ist mega, mega spannend, weil da Seelenaufgaben zustande kommen. Das glaubst du überhaupt nicht. Und das ist wirklich eine Maßanfertigung. Die sind so zugeschnitten und konstruiert für die neue Welt. Das ist der Wahnsinn. Also, wie empfängst du deine Vision? Das kannst du natürlich nur tun, indem du in dich gehst, indem du dir Ruhe erschaffst, indem du eine Meditation machst, damit du wirklich auch richtig zuhören kannst, was deine Seele mit dir vorhat. Und nicht vom lauten Ego, das muss dies oder so, nein, sondern von deiner Seele heraus. Und das kommt von innen. Das ist wirklich etwas, wo du dir auch Zeit für gönnen solltest. Warum ist es so wichtig, dass du eine Vision hast? Zum einen, wie gesagt, ist es deine Guideline. Das heißt, du weißt dann auch, in welche Richtung du gehen kannst. Was ist dein Weg? Was ist alles, was gehört alles dazu, um eben auch diese Vision zu leben? Das heißt, du hast nicht nur eine Richtung, sondern du hast natürlich auch eine Motivation. Ich meine, wow, deswegen bin ich hier, das ist meine Seelenaufgabe, das ist meine Vision oder ist die Vision meiner Seele, meine Big Vision von dem, warum ich hier bin. Das ist mega cool, das motiviert dich so, da brauchst du nichts mehr, was dich anstupst oder so, sondern das ist echt so, dass du sagst, wow. Kann natürlich auch etwas überwältigend sein, etwas einschüchtern. Da komme ich aber gleich nochmal drauf. Was ist noch der Vorteil?
wenn du deine Vision hast. Du wirst natürlich auch ganz anders supported vom Universum, ist doch klar. Wenn du weißt, warum du hier bist, was deine Vision ist, wenn du deinen richtigen Seelenweg gehst, deinen Erfolgsweg, dann kann das Universum dich supporten, weil sonst bringt das nichts. Wenn du, wie gesagt, immer so da vorbeischrabbelst sozusagen oder nicht richtig losgehst, nicht genau weißt, was los ist, kann dir das Universum nicht helfen. Das Universum kann dir nur helfen, wenn du klar weißt, was du willst, weil dann kann es all die Möglichkeiten liefern, dir all den Support bieten, den du brauchst. Und das Universum liebt es, wenn du weißt, was du willst, weil, wie gesagt, dann kann es liefern. Sonst kann es leider nicht liefern. Und je unsicherer du bist und nicht genau weißt, heißt für das Universum, sie ist noch nicht so weit, also können sie dich nicht unterstützen. Was ist noch so spannend dabei, wenn du deine Vision hast? Du kannst vielleicht eine Entscheidung treffen. Ist das nicht cool? Weil oftmals tun wir uns so schwer mit Entscheidungen. Ist dies jetzt richtig oder das jetzt richtig? Aber wenn du deine Vision weißt, wenn du deinen Weg gehst, kannst du doch viel besser abwägen. Passt das dazu? Ist das richtig? Und vor allen Dingen, deine Seele führt dich ja auch. Die führt dich da ja auch hin. Zu deinem Erfolg oder eben auf deinem Erfolgsweg begleitet sie dich ja eben auch. Das heißt, fühlt sich das gut an für dich oder fühlt sich das nicht so gut an für dich? Das sind ja alles wichtige Entscheidungen. Und dabei hilft dir deine Seele eben auch mit deinen Gefühlen, dass du weißt, wow, das passt und das passt eben nicht. Das Spannende ist ja auch, wenn du eine klare Vision hast, kannst du natürlich deinen Fokus auch ganz anders setzen. Du weißt ja, da, wo dein Fokus ist, fließt die Energie, Gesetz der Anziehung, das ziehst du an. Gesetz der Frequenz, der Vibration, wie du es auch mal nennen möchtest, weil dann schwingst du natürlich auch ganz anders. Dementsprechend kann dir natürlich auch alles das begegnen, was du dafür brauchst, unter anderem eben auch dein Erfolg. Und was ich auch so spannend finde, wenn du weißt, dass du eine Seelenaufgabe hast und deine wunderbare große Vision hast, bedeutet das ja auch, dass du so eine Bestätigung hast, so einen Freifahrtschein. Hey, darum bin ich ja hier, weil das ist ja dein warum du hier bist. Das ist ja deine Maßanfertigung sozusagen für dein selbstbestimmtes, erfülltes, glückliches und erfolgreiches Leben. Und das finde ich das Coole so daran, weil wenn du das weißt, fühlst du dich auch ganz anders, kannst ganz anders schwingen, bist ganz anders in deiner Energie, kannst in deiner Energie sein, in deiner Seelenenergie und dann passiert eben auch die Magie. So. Nun kann es natürlich sein, das heißt, du kann es sein, es ist meistens so, dass die Seelenaufgabe mega groß ist, beziehungsweise auch deine Vision und deine Mission. Und das kann natürlich oft sein, dass wir uns dann ein bisschen eingeschüchtert fühlen, dass wir uns dann ein bisschen gelähmt fühlen, weil wir denken so, wow, das soll meine Seelenaufgabe sein, meine Mission, meine Vision, das ist ja so riesig, wie soll ich denn das überhaupt schaffen? Ein Trick, schenke dir eine Vision nach deiner Vision. Das Spannende dabei ist, wenn du jetzt denkst, was, wie, das kann noch verrückter werden. Ja, und das ist ja gerade das Coole daran. Wenn du jetzt denkst, so meine Seelenaufgabe oder meine Vision, meine Seelenvision, warum ich hier bin, ist schon so mega groß und crazy, da soll noch was hinterkommen. Ja klar, was denkst du denn? Und das ist das Spannende, wir limitieren uns ja immer so, weil wir das so gewöhnt sind, weil wir so aufgewachsen sind. Unsere Gesellschaft hat uns das so gelehrt. Aber jetzt dürfen wir alles befreien. Da ist keine Grenzen mehr gesetzt. Und jeder von uns darf das erleben, der will. Der sich dafür öffnet und der sich dafür entscheidet, wirklich auch mit in die neue Zeit zu gehen, beziehungsweise mit in die neue Welt und das neu zu gestalten. Ist das nicht cool? Das heißt also, du öffnest dich mehr und dadurch passieren ja noch mehr Wunder. Das heißt, dass du die Version hinter deiner Vision, die du zum Beispiel hast, die wird noch größer und verrückter sein. Der Vorteil dabei ist, und das ist der Trick, dass deine Vision, die du jetzt hast, wo du jetzt schon denkst, wow, ist sie groß, dich nicht mehr einschüchtert, weil sie nicht mehr so mächtig ist. Weißt du, die nimmt nicht mehr so viel Raum rein, beziehungsweise die schüchtert dich nicht mehr ein, wo du sagst, ach, also wenn die Version, die dahinter ist, die ist ja noch viel verrückter, da ist ja die Version, die ich jetzt habe, ist ja gar nicht mehr so verrückt, so nach dem Motto. Und das fällt mir natürlich leichter, dem jetzt nachzugehen und wirklich diese Vision auch zu leben. Cool? Cool. Okay, so, wenn du also deine Vision gefunden hast in meinen Channeling-Coachings, machen wir das natürlich exklusiv für dich. Das heißt, ich begleite dich da richtig und wir gehen da richtig durch. Du bekommst natürlich auch deine Seelenaufgabe gechannelt und was deine Positionierung ist, deine Vision, deine Mission. Du lernst deine Seele kennen und all diese Dinge. Letztendlich ist aber eben wichtig, dass du für dich festlegst, auch wirklich mal schriftlich aufschreibst, was ist denn deine Vision? Warum bist du hier? Was ist die Vision auch deiner Seelenaufgabe? Warum bist du hier? Und das machst du am besten mit den Worten, dass du also praktisch dir einen Satz bildest und anfängst mit den Worten, ich bin hier. Und dann praktisch das ausfüllst, warum du hier bist.
warum ich bin hier oder ich bin, es ist ja immer so, auch so sind so zwei magische Worte sozusagen, weil du damit dich dazu bekennst, du eine Entscheidung damit triffst und eben auch Klarheit ausstrahlst, was du eben willst. Und das Wichtige dabei ist, wenn du deinen Satz formulierst, also deine Vision, dass du eben auch ganz klar dabei bist, das eben positiv schreibst und eben auch schon in der Gegenwart. Du weißt ja, weil sonst ist es immer in der Zukunft. Wir wollen das ja ins Jetzt holen, weil du sollst ja jetzt sozusagen schon anfangen, deinen Erfolg zu leben. Das heißt also, du manifestierst deinen Erfolg, deine Vision sozusagen, indem du sagst, ich bin hier und ergänzt dann eben diesen Satz positiv und in der Gegenwart. Und dann ist das Spannende, wenn du das aufgeschrieben hast, dass du das dann nochmal laut vorträgst, dass du praktisch sagst, so liebes Universum, jetzt hör mir mal zu, ich habe dir was zu sagen, ich habe meine Vision gefunden und darum bin ich hier. Also ich bin hier, und dass du das in deiner ganzen Größe und Klarheit und in deiner Mitte und in deiner Schönheit vorträgst, und du wirst sehen, das ist so cool, weil das Universum liebt das, wenn du, wie gesagt, deine Klarheit hast, damit sie dich jetzt eben auch richtig supporten können und du fühlst dich auch wohl. Und diese Affirmation, die du dir sozusagen ja schenkst damit, die wiederholst du natürlich so oft, wie du möchtest. Du weißt, ich mache immer einen Reminder bei mir auf dem Phone, sodass ich immer ein paar Mal am Tag daran erinnert werde, dann nochmal in mich gehen, Augen schließen und dem nochmal nachspüren, wie sich das anfühlt. Und na, ja, dass ich schon so richtig drin bin in diesem Film sozusagen. Also, finde deine Vision mit Hilfe deiner Seele nicht vom Ego aus, weil dann limitierst du dich, sondern geh in deine wahre Größe, und das schaffst du mit deiner Seele. Ich meine, die hat ja auch deine Vision hier geschaffen, die weiß ja, warum sie hier ist, hat ja dein Ego keine Ahnung von. Schreib sie auf, beginne den Satz mit ich bin hier, ergänze den eben, warum du hier bist, was deine Vision ist, was du hier verändern wirst, was du hier transformieren wirst. Und dann, wie gesagt, positiv schreiben und in der Gegenwart, so als ob es eben auch schon geschehen ist, damit eben auch die Wunder geschehen können, weil du weißt ja, letztendlich muss es schon da sein, damit es eben auch kommen kann, Gesetz der Anziehung. Und dann trägst du es, wie gesagt, dem Universum vor, dass es dich eben auch supporten kann, und du wirst sehen, die finden das mega. So, nun fragst du dich vielleicht, Annette, ja cool, jetzt habe ich das alles gemacht, also ich habe meine Vision gefunden, ich habe die schriftlich notiert sozusagen, ich stehe da voll hinter, ich habe meine Entscheidung getroffen, was ich nun will, ich habe es dem Universum vorgetragen. Aber wie geht's denn jetzt weiter? Wie komme ich denn da jetzt hin, dass ich meine Vision erfülle, dass ich jetzt endlich diesen Erfolg habe, den ich auch letztendlich mit meiner Seelenaufgabe haben möchte oder haben soll? Indem du dir Ziele setzt. Ziele sind die Schritte zu deiner Vision, zu der Erfüllung deines Erfolges. Das heißt, du setzt dir Ziele. Was sind die nächsten Schritte? Was sind die Steps sozusagen, damit ich eben auch meine Vision leben kann? Und zwar immer und immer mehr. Du weißt ja auch, der Weg ist das Ziel. Du sollst es ja jetzt schon genießen und nicht irgendwie abwarten und sagen, so, ne, wann ist es denn jetzt soweit, sondern letztendlich auch schon aktiv dabei sein. Aber nicht dich darum kümmern, wie machst du das, weil das macht ja das Universum sozusagen, sondern was kann ich tun, um zu supporten, dass du eben auch, du kannst auch das Universum fragen, was soll ich denn jetzt am besten machen? Was ist denn da jetzt der beste Schritt, um das überhaupt Realität werden zu lassen? Und da kann ich dir ein gutes Beispiel von mir geben. Also ich hatte ja damals, 2007, weiß ja, bin ich nach Kapstadt gegangen, um mich selbst zu finden, weil ich mein Calling bekommen hatte und eben wusste, wow, da wartet was Größeres auf mich, und ich hatte damals keine Ahnung, was es sein könnte. Und darum bin ich ja nach Kapstadt gegangen, um das herauszufinden. Und ich weiß noch, ich bin eines Morgens an der Promenade gewalkt und bekam den Input sozusagen, eines Tages wirst du vor ganz vielen Menschen sprechen, und dann hatten sie mir das Stadion gezeigt hier von Kapstadt, und du wirst ihre Herzen berühren und du wirst ihr Leben verändern und es wird ganz besonders sein und da. Und ich dachte damals so, naja, ne, träum mal weiter sozusagen, wie man das ja so damals gesagt hat. Es war so ein Ich? Ne, niemals. Weil, ne, klar, ich meine, ich war in der Design- und Kommunikationsbranche, präsentieren konnte ich meine Designs und so, ne? Aber da jetzt so frei auch vor so vielen Menschen zu sprechen, das, keine Ahnung, das kam mir gar nicht in den Sinn, da wäre ich auch nie drauf gekommen. Und das hatte mich natürlich trotzdem beschäftigt, ganz, ganz lange, aber ich habe es auch irgendwie wieder beiseite gelegt und dachte, ja, mal gucken, keine Ahnung, kann ich jetzt im Moment noch nichts mit anfangen. Kam aber dann nochmal diese Big Vision, dass ich wirklich auch vor vielen sprechen werde, dass ich sie berühren werde, dass ich ihr Leben verändern werde, transformieren und. Und das Spannende war, dass ich irgendwann gesagt habe, so,
Und wie soll ich das machen? Also klar, ich kann mich jetzt ins Stadion stellen. Kommt denn da überhaupt jemand oder irgendwie eine große Halle? Wie soll denn das funktionieren? Wahrscheinlich meine Familie wird kommen, meine Freunde, vielleicht bringen noch jemand mit. Aber das ist ja überhaupt nicht das, wovon ihr sprecht. Und dann habe ich gesagt, was kann ich denn tun, damit das auch irgendwann Wirklichkeit wird? Weil ich meine, einfach so wird es vielleicht nicht funktionieren. Und sie haben mir den Tipp gegeben und haben gesagt, mach YouTube-Videos. Ganz klar und pragmatisch, das finde ich mega cool. Und dann habe ich gesagt, ja stimmt, das macht Sinn. Und so habe ich angefangen, YouTube-Videos zu machen. Und ich war ein Schiss, ich ganz am Anfang hatte und am Anfang hat auch gar keiner geguckt, da ich... Genauso wie immer, da galt es auch durchzuhalten, durchzuziehen und weiterzumachen. Und das habe ich gemacht. Und wenn ich mir heute überlege, was für ein Change, was für eine Transformation auch für mich und wie hat das mein Leben bereichert, diese YouTube-Videos zu machen und wie viele Menschen habe ich schon erreicht. Ich habe neulich mal geguckt, das ist jetzt 500.000. Stell dir das mal vor. Da wäre ich nie drauf gekommen. Und das ist das Spannende. Das fragt ruhig das Universum ganz klar und ganz deutlich. Sag mir bitte oder gib mir einen Tipp, was ich machen kann, dass ich eben auch meiner Seelenaufgabe oder meinem Erfolg, dass ich den eben auch supporten kann, dass ich dafür etwas tun kann. Klappt wunderbar. So, also Ziel. Das Spannende ist, bei den Zielen, die du dich setzt, sind wie gesagt die Schritte zu deiner Version, dass du sie auch immer mehr leben kannst. Und was ich für mich einfach herausgefunden habe, ist, dass ich mir das aufteile, dass ich mir wundervolle Zwischenziele erschaffe, weil das Spannende ist, du musst daran glauben. Und ich hatte ja auch im letzten Video darüber gesprochen, wenn dein Mindset, wenn dein Unterbewusstsein nicht davon überzeugt ist, dann hast du keine Chance, weil die werden dich blockieren, die werden dich aufhalten. Weil das sind ja Limitierungen, die du dir irgendwann geschaffen hast. Ich nenne ja immer die inneren Beschützer, die da sind, um dich wirklich auch davon zurückzuhalten, damit du etwas, was du mal erlebt hast in der Vergangenheit, meistens in der Kindheit und was vielleicht nicht so schön war, dass du es nicht mehr erleben musst. Die machen einen richtig geilen Job. Und darum gilt es ja auch da aufzuräumen, um eben auch zu gucken, Moment mal, dass ich mich davon befreie, dass du wirklich frei bist, um eben auch deinen Erfolg eben auch annehmen zu können und leben zu können, dass du auch deine Vision annehmen kannst und leben kannst, dass du wirklich da eben auch deine Erfüllung für dich sozusagen erschaffen kannst. Und das Tolle ist, wenn du dir Zwischenziele setzt, ist es schon mal eine Motivation. Generell ist deine Vision eine Motivation, ist richtig so ein Anziehungsmagnet. Wow, da will ich unbedingt hin, das ist total cool, weil das ja eben auch was mit dir macht. Aber eben auch, wie gesagt, das, wenn es dich so ein bisschen, sage ich mal, einschüchtert, weil du denkst, das ist so groß, kannst du das eben aufbrechen in kleinere Steps, sodass du da eben auch hinkommst. Ich meine, es ist genauso Step by Step, wenn du irgendwo hingehst, erleichtert dir das viel. Und wenn du dir eben Zwischenziele setzt, erleichtert das eben auch nochmal deinen Weg, weil du dir viel leichter erreichen kannst, als wenn du so ein großes Ziel hast, wo du auch da wieder denkst, wie soll ich denn das erreichen? Und das passiert, wenn du dir Zwischensteps setzt, weil du, erstens wird es leichter, zweitens bist du motivierter, weil das kriegst du ja schneller hin, als wenn du dieses große Ziel erreichen sollst. Und dann ist auch noch der positive Vorteil davon sozusagen, du hast ja Erfolgserlebnisse damit. Und je mehr Erfolgserlebnisse du hast, desto mehr kannst du auch daran glauben, dass es funktioniert. Und auch hier gilt es, aufzuschreiben, was deine Ziele sind. Und auch am besten mit den Sätzen, ich bin. Na, wenn du jetzt, ich bin erfolgreich, sage ich jetzt mal ganz platt, das wirst du natürlich noch genau ausführen, wie du dir das letztendlich vorstellst, warum du da und dies und jenes und bei dem Step erfolgreich und was du da am besten machst. Auch wieder, ich bin, wieder die magischen Worte sozusagen, dann wieder positiv und eben in der Gegenwart. Und das machst du genauso wie mit deiner Vision. Du schreibst sie auf und dann trägst du sie dem Universum vor und sagst, so. Also, ne, das war ja meine Vision, darum bin ich hier, also ich bin hier und ich bin erfolgreich aus den und den Gründen und dies und jenes und das mache ich und das trägst du auch dem Universum vor, wieder in deiner Confidence sozusagen, in deiner
Mitte in deiner Überzeugung, in deinem Glauben daran, in deiner Freude, weil das ist auch ganz wichtig, das alles in der Freude zu machen, weil dann schwingst du eben auch anders. In der Liebe, auch in diesem zu wissen, was du alles verändern wirst, was du transformieren wirst. Das ist ja das Wunderbare, wenn du deine Seelenaufgabe kennst. Und so trägst du eben auch deine Ziele vor. Und du wirst auch da merken, das Universum wird sich mega freundlich natürlich dann eben auch viel besser supporten können. Ein Trick, den ich gerne verwende, ist, wenn du dir Fragen stellst, so coole Fragen ist, warum bin ich nur so erfolgreich? Warum habe ich nur so viele Kunden, dass ich eine Warteliste erstellen muss? Das liebe ich über alles und das wirst du für dich wahrscheinlich auch lieben. Das macht so einen Spaß. Also denk dir da auch wunderbare Fragen auf, die dich eben auch supporten, einfach in dieser Schwingung zu sein, immer mehr dran zu glauben und eben auch in der Freude und in der Fröhlichkeit zu sein. Wichtig ist auch, dass du immer am Ende deiner Manifestation sowas schreibst, so oder noch viel besser. Das mache ich immer, weil dann nimmst du den Druck raus sozusagen, nimmst die Limitierung raus, weil manchmal ist es noch viel größer als das, was wir uns überhaupt vorstellen können. Und wir wollen uns ja nicht limitieren, sondern wir wollen das ja auch erleben. Wir sind ja hier, um das eben auch zu erleben. Und das ist das Schönste, wenn du am Ende immer deiner Manifestation schreibst, so oder noch viel besser. Wichtig ist auch, und das ist auch ganz spannend, wenn du Zahlen benutzt. Also wenn du zum Beispiel sagst, das und das ist dein Income oder so und so viel Menschen wirst du transformieren, so und so viele Menschen willst du erreichen, all diese ganzen Sachen. Wenn du Zahlen benutzt, ist es auch mal ganz, ganz wichtig, dass du dahinter schreibst oder mehr. Weil auch da gilt es darum, du sollst dich nicht limitieren. Vielleicht sind da noch viel größere Zahlen. Ist nicht nur 1 Million Menschen, die du erreichst, sondern vielleicht sind das ja 500 Millionen Menschen, die du erreichst. Das ist das Coole daran, wenn du das eben offen lässt, weil das Universum und eben deine Seele, die haben ja noch eine viel größere Ahnung, die haben einen ganz besseren Überblick und deine Seele weiß ja sowieso viel besser, am allerbesten sozusagen, was alles möglich ist für dich, weil sie ja deinen Seelenplan kreiert hat. Und es ist auch immer noch ganz wichtig, dass du das schon mal fühlst, dass du schon so bist, dass du schon zu der Version wirst, die das letztendlich lebt, also schon zu deinem zukünftigen Ich. Das kannst du natürlich auch mal schon mal fragen, ne? Dein zukünftiges Ich, sag mal, wie hast du das gemacht? Oder hast du da noch mal einen Tipp für mich? Das ist ja auch mal ganz cool. Die ist, ach Gott, die ist ja auch schon da für dich, um dich eben zu supporten. So, also wenn du, wie gesagt, das für dich alles festgelegt hast und für dich entschieden hast und du da jetzt die Klarheit hast, dann beam dich rein. Stell dir schon mal vor, wie du da erfolgreich bist und wie denkst du anders und wie fühlst du anders, wie fühlt sich das an, spür das mal richtig, dass es in jede einzelne Zelle gehen kann, dass du dieses Gefühl für dich abspeichern kannst und es letztendlich immer wieder für dich hervorholen kannst, sodass du es immer wieder spürst, dass du immer in diese Frequenz wieder gehst, in diese Vibration, damit der Erfolg, damit du den richtig anziehen kannst, damit der richtig da ist, bade richtig in dieser wundervollen Energie, die du für dich schaffst, wie agierst du, was tust du jetzt anders, wie denkst du, wie gesagt, was schenkst du dir für neue Gedanken. Und all diese ganzen Sachen spielen alle mit. Und das Schöne ist, wenn du es jetzt schon für dich sein kannst, wie gesagt, Gesetz der Anziehung, kann es natürlich auch schon viel leichter kommen, weil du kriegst ja nicht das, was du dir wünschst, sondern das, was du schon bist. Also sei es jetzt schon. Es bringt doch so viel Spaß, es jetzt schon zu sein, nicht erst darauf zu warten in der Zukunft, sondern damit ziehst du das ja jetzt auch schon in dein Leben sozusagen. Auch dankbar dafür zu sein, was du eine wundervolle Seelenaufgabe hast, was du für einen Erfolg hast, was du hier alles bewirken wirst, verändern und transformieren wirst. Das ist unglaublich, welche Magie passiert und welchen Support du bekommst und wie gut du dich damit fühlst. Und ja, hab keine Angst davor, groß zu sein, weil deine Seele ist hier, um groß zu sein. Die ist nicht hier, um klein zu sein. Das ist, wie gesagt, die größte Angst unserer Menschen, aber weil wir eben so aufgewachsen sind, weil wir ja nie so richtig uns ermutigt wurden, sozusagen richtig groß zu sein. Aber wie gesagt, das ist jetzt groß geschrieben in der neuen Zeit, in der neuen Welt. Das sollen wir da sein. Also gönn es dir, gönn dir jetzt schon mal richtig groß zu sein und das für dich letztendlich auch schon zu spüren und eben auch schon zu leben. Du wirst auch schon merken, wie sich dann eben auch alles verändert um dich herum und wie gut es dir damit auch geht. Und vor allen Dingen ist das ja auch nochmal ein Motivator, letztendlich zu sagen, wow, cool, da habe ich richtig Bock drauf, das jetzt immer so auch für mich zu erleben und mich so zu fühlen, weil du fühlst dich einfach richtig gut. Und nun bin ich ganz gespannt, was deine Vision ist. Schreib gerne mal deine Vision in die Kommentare, auch deine Frage, deine Humorfrage, warum bin ich nur so erfolgreich, da weißt du, was ich vorhin meinte. Ich bin schon mega gespannt, dass wir das miteinander teilen können, dass wir dich feiern können, weil es wird mega cool, mega spannend. Und so kannst du es auch schon mal gleich in die ganze Welt tragen, sozusagen, dass du dich da schon mal zu bekennst, weil, wie gesagt, dann passiert die Magie. Und im nächsten Video geht es um den Erfolg mit
deinem Seelenpartner. Also mega spannend. Und jetzt sende ich dir alles, alles Liebe. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao for now, deine Annette und Easy. Love and smile, so oft du nur kannst. Lebe deine Einzigartigkeit, denn du bist ein Geschenk. Pack es aus. Wir brauchen dich jetzt und in der neuen Welt. Tschüss.